Solche Papiere gab es tatsächlich, aber sie waren von den Eltern im Schloss Windsor deponiert worden. Es waren die Tagebücher aus den Jahren 1870 und 1871, in denen Kronprinz Friedrich Wilhelm freisinnige und englandfreundliche, von der damaligen wie späteren offiziellen Politik abweichende Überlegungen notiert hatte. Aber Wilhelm ging zum Entsetzen seiner Familie noch weiter. Entgegen der Verfügung des Vaters und des Einspruchs der Mutter ordnete er die Obduktion des Verblichenen an, um den offiziellen Beweis zu erhalten, dass der Vater an Kehlkopfkrebs gestorben war. »Ein englischer Doktor tötete meinen Vater und ein ebensolcher verkrüppelte meinen Arm, und das verdanken wir meiner Mutter, die keine Deutschen um sich haben wollte«, erzählte er herum, wie die Kaiserin-Witwe Victoria der Königin Victoria berichtete. Mutter und Tochter sahen sich in ihrer Befürchtung bestätigt, dass aus dem persönlichen Affekt eine politische Aversion gegen England und alles Englische, einschließlich Liberalismus und Parlamentarismus, folgen würde. Der Prince of Wales, Wilhelms Onkel Bertie, bekam es zu spüren, als er am Begräbnis Friedrichs III. Teilnahm. Es fand in Potsdam statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Onkel Bertie vermisste den würdigen Rahmen, der einem Schwiegersohn der Queen angemessen gewesen wäre, sowie echte Trauerbezeugungen, die der so tragisch verstorbene Kaiser verdient hätte. Klagen vernahm er von der Witwe seiner Schwester, die sich über die Behandlung durch den eigenen Sohn ausweinte, der das Militärische am Preußentum hervorkehrte und mit ihr wie mit einer Befehlsempfängerin umsprang. Das Benehmen der Deutschen seiner Schwester gegenüber sei eine Schmach für eine zivilisierte Nation, äußerte der Prince of Wales, der das Herz auf der Zunge trug.